Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Ich wollte euch eigentlich in diesem Video einfach nur sagen, dass Fan-Raid-Pässe genial sind. Ich feiere die, ich finde sie mega. In letzter Zeit raid ich auch wieder mehr, weil es ist einfach so einfach, bequem und die sind einfach toll. Man kann sich 3 Stück für 250 kaufen. Es gibt leider keine Box dafür, weil sonst würde ich mir eine Menge davon kaufen. Und es ist halt mega nervig, dass man immer nur, wenn man 3 hat oder mehr, nicht neue Pässe kaufen kann. Also man kann nur, wenn man 0, 1 oder 2 Pässe hat, also 0, 1 oder 2 Pässe, dann kann man wieder die 3 kaufen. Also man kann maximal 5 Pässe gleichzeitig im Beutel haben, was halt schon mega nervig ist. Aber ey, die Teile sind genial. Ich habe in letzter Zeit so viel geradet. Es ist einfach so bequem, man spart sich so viel Zeit, man ist so flexibel, man kann so viele Raids machen. Es finden auch mehr Raids statt, weil die Leute nicht direkt zur Arena gehen müssen. Das heißt, sie müssen nicht ihre Zeit dafür opfern. Also, was weiß ich, wenn sie mal kurz einkaufen sind und einen Raid sehen. Und also, man muss halt nicht hingehen und das spart halt so viel Zeit. Klar, der Raid, die Arena ist nur 10 Minuten entfernt, aber 10 Minuten hin, 10 Minuten zurück sind auch schon wieder 20 Minuten. 20 Minuten sind nicht ohne. Was, wenn die Arena 15 Minuten entfernt ist? 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück, das ist eine halbe Stunde. Halbe Stunde aus dem Alltag, das ist schon viel. Das kann nicht jeder immer so ständig opfern für einen Raid und man macht ja mehr Geld. Ey, ist einfach genial momentan. Ich habe hier jetzt momentan meine verschiedenen Gebiete, vor allem da, wo ich noch die Arena-Punkte brauche. Und ja, da raid ich momentan recht fleißig. Und ich kann nur sagen, ich liebe die Teile. Ich werde auf jeden Fall sehr traurig sein, wenn das, weil momentan ist es ja geboostet. Wir haben mehr Schaden und 10 Leute können mit Fan Raid Pass mitmachen. Aber irgendwann, wenn wieder alles normal wird, dann heißt es nur noch maximal 5 Leute. Und die Leute, die per Fan Raid Pass mitmachen, die machen weniger Schaden. Das heißt potenziell, dass immer jemand vor Ort sein muss. Weil vielleicht 5, wenn 5, genau 5 mit Fan Raid Pass mitmachen, die 5 dann so schwach sind, dass es nicht reicht. Das heißt, irgendwelche Leute dann vor Ort mitmachen müssen. Okay, momentan machen meistens immer noch Leute vor Ort mit, aber könnte auf jeden Fall ein Nachteil sein. Momentan ist es halt echt genial. Es findet irgendwo ein Raid statt und jeder, der halt in der Nähe ist, kann mitmachen. Jemand, der gerade einkaufen ist, muss nicht richtig vor Ort sein, sondern kann einfach in der Warteschlange, wenn er in der Nähe der Arena ist, mitmachen. Die ganzen Leute, die gerade Homeoffice oder so machen, ist halt einfach mega genial. Du kannst halt, und der Radius ist halt so riesig, der Radius wird so hart unterschätzt. Es ist Wahnsinn, wie weit der Radius eigentlich ist. Vor allem, es gibt ja den normalen Arena-Radius. Und dann, wenn eine Arena einen Raid drauf hat, ist der Radius nochmal einen Ticken erhöht. Also das ist echt genial, wie krass der Radius ist. Ich liebe es. Zum Beispiel stehe ich hier in der Mitte, sagen wir mal. Und ich mache hier einen Raid. Normal müsste ich da hinlaufen und wieder zurück. Und dann kann ich direkt, nachdem ich den Raid hier gemacht habe, in diese Richtung noch einen Raid machen. Weil normal müsste ich hier hinlaufen und dann zurück und dann dahin erst. Und das kostet Stunden. So viel Zeit, die man sich einfach spart. Vor allem, ich mache eine Arena zum Beispiel. An sich irgendwo da hinten, aber ein Raid und den mache ich dann. Echt Hammer. Ich bin begeistert von dem Teil. Vor allem, ihr wisst ja, in letzter Zeit bin ich nicht so motiviert, aber mit dem Fan Raid Pass ist er einfach easy. Easy, locker, gechillt. So könnte es immer sein. Ich verstehe die Spoofer. Oh Mann. Aber es ist halt echt bequem. Man spart sich so viel Zeit, das Ganze hin und her gehen, dass es halt so viel Zeit kostet. Und man kann es halt nebenbei machen. Wie gesagt, wenn man irgendwie zum Beispiel gerade mal einkaufen ist oder gerade in einem Telefonat ist oder so und dann nebenbei Fan Raid Pass. Was viele aber noch nicht wirklich ausnutzen, glaube ich, weil viele machen es entweder immer noch vor Ort, also für viele ist es immer noch sehr schwarz-weiß. Entweder du bist vor Ort und machst deinen normalen Pass oder du bist zu Hause und machst halt den Fan-Raid Pass. Weil ich sehe so viele Leute, ah ja, ich komme nicht ran, ich sehe die Arena nicht oder so. Dann denke ich mir halt, ja, du kannst auch kombinieren und gehen und den Fan-Raid Pass benutzen. Das mache ich halt. Also ich spare mir den Weg direkt zur Arena, aber von zu Hause aus mache ich nicht den Fan-Raid Pass, sondern gehe ein Stückchen und mache dann den Fan-Raid Pass. Wisst ihr, was ich meine? Und die Leute sind immer noch sehr schwarz-weiß, ja, nur das, was ich von zu Hause sehe. Wenn nicht, dann mache ich nicht den Fan-Raid Pass. Und man kann es halt kombinieren und ein paar Schritte gehen und dann ist das Sichtfeld noch größer und dann kann man noch mehr Arena und Raids mitnehmen. Ja, das ist eigentlich das Video von heute. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu Fan-Raid Pässen schreiben, weil ich liebe die Teile und Alter, die gehen so schnell weg. Ich habe
vollkommen den Überblick verloren, wie viele Raids ich gemacht habe und wie viele Pässe ich in letzter Zeit ausgegeben habe, aber Raid, kaufen, Raid und so weiter. Ey, die gehen so schnell weg, man merkt es vor allem gar nicht. Richtig gefährlich, also neue Geldquelle für Niantic auf jeden Fall. Raids gehen wieder gut ab, vor allem jetzt mit den guten Raid-Bossen. Mir ist ja persönlich vollkommen egal, was im Raid drin ist. Hauptsache, ich habe einen guten. Und ja, Arena-Punkte gönne ich mir. Alles gechillt. Ich muss viel weniger gehen. Was mir persönlich halt mehr Raids ermöglicht, weil ich habe keinen Bock mehr so viel zu gehen. Die Zeiten sind hinter mir. Ja, kurzes Video. Ich wollte euch einfach nur erzählen, wie geil ich diese Fernraid-Pässe finde momentan. Und ja, es wird leidend, wenn alles wieder normal wird, aber es werden noch andere Sachen wieder normal und dadurch leidender. Dazu aber morgen noch ein Video. Euch noch einen schönen Abend. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht Pokémon Serious Business.